Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu dir. Wir sind hier in Ayala, wie ihr seht. Ich habe mir gedacht, naja, wir waren jetzt die letzten Male bei dieser Gravedigger-Quest und irgendwie diese Gravedigger-Quest, die zieht sich ja wie ein Kaugummi, Alter. Ich brauchte eine Abwechslung, weil ich habe auch diese Blood Priester da nicht mehr gejagt, um halt diese Dingturen zu bekommen. Wir machen die definitiv weiter. Ich habe ich werde offscreen diese komischen Dingturen da auch erhanden, aber ich dachte mir jetzt, naja gut, wenn ich weitermache, komme ich hier über dieses Level 45, ins Level 45 und dann seid ihr nicht dabei. Und dann dachte ich mir, dann suche ich mir doch wenigstens nicht gerade so eine Grenze aus, um da die Tinkturen da zu sammeln, sondern mach's danach quasi. So, und was brauchen wir natürlich noch? Na ja, klar, Yalaha-Quest. Da ja ab morgen die Double XP-Weg wieder beginnt und ich, na gut, ich sag mal lieber nichts, dass ich da unbedingt leveln will und muss. Aber ich versuche es vielleicht auch wieder mit Zeitraffer oder so. Muss ich mal gucken. Also so viele Aufnahmen oder Projekte habe ich aktuell nicht laufen. Da kommt zwar aktuell immer eine Menge raus. Auch nee, diese Woche kam eine Menge raus. Soll heißen, dass wir, dass ich ja irgendwie so, ich glaube 5 pro Tag hatte ich bis zum Mittwoch. Aber die sind ja jetzt mehr oder weniger, also zwar Alan Wake, der ist abgedreht, der Cave ist abgedreht. Auch rausgekommen, was jetzt nur noch läuft, ist The Witcher, Tibia und, The Witcher? Tibia? Ach, na klar, The Raven. Aber The Raven habe ich schon mehr als genug im Voraus aufgenommen. Also insofern kommt da kein Stress und ich habe wirklich Zeit mal zu handeln und ich hoffe ja, dass ich das hinkriege. Ja, müssen wir schauen. Ja, was wir machen müssen, na klar, hier die Yalaha-Quest. Wir hatten hier noch eine Fishy Mission offen und die dachte ich mir, naja gut, komm, kannst ja mal versuchen. Es wird natürlich risky und ich bin gespannt, ob ich die schaffe. Ich bin echt gespannt. Wie komme ich eigentlich da rein? Hi. Passage. Wanna go? Jupp. I want to go. So, dann können wir hier hoch. Und dann einfach mal todesmutig ins Haibecken fallen lassen. Und Action! Da, 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 da. Ich bin gespannt, ob ich nicht viel zu loben für die Quara-Konstriktoren. Ach du Scheiße, leck mich fett. Noch geht's. Es gibt ja... Moment, die Musik ist so laut, aber ich kann gar nicht leiser machen. Moment, Moment, Moment. Komm, komm, komm. Stirb. Sehr gut. So. Puh. Na, das war ja toll. Also, es gibt ja verschiedene Wege. Hier bei der Yalaha-Quest, das haben wir ja schon mittlerweile mitbekommen. Oder für die, die es nicht mehr so präsent haben. Es gibt eine Möglichkeit, den zwei Quests in dieser, zwei Outfits in dieser Quest zu machen. Und wir machen den Palimut-Weg. Also haben, glaube ich, bisher immer den Palimut-Weg gewählt. Und auch diesen werden wir jetzt wählen. Das heißt, wir machen hier so ein bisschen eine Abkürzungsnummer. Die Fischis, die jetzt hier kommen, sind eigentlich relativ easy peasy, habt ihr auch gerade gesehen. Bisschen blöd sind dann nur die hier die Quaras, weil die Rochenqua, heißt die Mantas Quara, Quara Tentakel. Ach, das ist ja bloß ein Dingsprodukt. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin muss. Ich muss mal gucken, ob ich hier diese noch zusammenkriege, so ein bisschen. Also hier hinten ging es, glaube ich, lang. Hier gibt es verschiedene Wege. Du kannst hier überall runter. Kommst dann aber in Regionen, wo du vielleicht gar nicht sein willst. Soll heißen, ziemlich weiter tiefer. Wir werden jetzt ja noch dahin gehen. Was ist denn das eigentlich? Schräg? Weibern. Ich finde es auch richtig geil. Die haben. Moment, Moment, Moment. Wo war's? Ja, wie auch immer. Die haben ja die Raid. Geschichten haben sie ein bisschen überarbeitet mit dem Update und seitdem geht's hier los. Ja, du kommst die eine Raid nach der anderen, irgendwie jetzt hier gerade eine Wyvern-Raid und gestern hatte ich gar eine Bone-Beast-Raid und ach, leck mich fett, finde ich richtig geil, haben sie richtig gut gemacht und das muss ja auch mal löblich erwähnt werden. So, müssen wir hier runter? Ja, ich glaube, hier war das. Wir gehen mal hier runter und nutzen mal den hier und den hier. Immer schön auf der HP gucken. Also mit diesem Quaras, hier geht es ja immer noch. Die machen ja noch nicht so viele Damage. Damage. Bin ich hier richtig? Richtig. Ich glaube, hier bin ich richtig. Hier geht es gleich nochmal. Ja, hier bin ich. Ja, da unten kommen die Predatoren. Und da hinten, da drinnen, da sitzt unser Ziel. Das heißt, wir werden jetzt Folgendes machen. Habe ich, natürlich habe ich nicht, aber ich brauche ja.
Utamo Vita. Und dann, ach fuck, ich hätte mir mehrere kaufen können, dann hätte ich mir direkt einen Teppich durchlegen können. Ich bin auch im Vollpfosten, ey. Naja, gut. Komm, pass mal auf, wir machen mal diesen hier. Bup. Hi. Komm. Stup. Alter Falter, der haut rein. Bup, 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 bup. Immer schön trinken. Ein bisschen SDs, haben wir SDs? An SDs habe ich auch nicht gedacht, wa? 20, na, leck mich fett. Haut sich ja richtig rein hier. Oh, da ist der Hydromancer. Bamsen. Oh, den kann man so killen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Haut der rein? Nö, der geht. Ich glaube, die Predatoren, die sind nochmal kritisch. Oh Gott. Kann ich den? Ja, die sind kritisch. Oh Gott, oh Gott, Moment. Na, das kriegen wir aber alles hin hier. Das sehe ich schon mal. Ich habe, glaube ich, zu wenig SDs gekauft, aber gut. Ich habe gar keine SDs gekauft. Ich voll Pfosten. Na, aber gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Komm her hier. Bumsen. Und haust rein, Brian. So, gibt natürlich ordentlich Experience Points hier. Nochmal schnell die Bombe erfrischen. Schwupp. Und dann komm her. Pinscher. Bups. 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 Hab mir das schwerer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Level 65, ne? Also, wir machen heute eine 5 Minuten vor. Und, ne. Komm. Pretty nice. Pretty, pretty nice. Haben wir noch irgendwas gelootet? Weiß ich gar nicht. Okay. Noch was? Hallo? Noch ein Predator. I. Schüßen. Bups. Und haust da rein. Schrimps. So. Schnell trinken. Ich weiß gar nicht, was muss ich in der Uschi-Puschi sagen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich das Vibern-Attack. Ja, da haben wir es wieder. Eine Raid vom Feinsten. So, hi. Was erzählt die mir denn so? Wie sie Tor. Fisches? Die hält Quara. Quara. The Quara in this area is strange race. Physiker, Mann. Okay. Ich weiß nicht wirklich, ich bin nicht mehr in der Quest drin. Das ist doof. Ich weiß nicht wirklich, was ich ihr sagen soll. Und ich hoffe, dass mich jetzt hier nichts von hinten aufnatscht. Aber recently Quara got... Warte mal, ich gucke nochmal in den Questlog rein. In the Surface of Yala, Fishy Mission. Ballymood thinks as otherwise. Find out what enrages the Quara and that avoids slaying the leaders. You should try find out what enrages the Quara in that area so much, avoid slaying the leaders. Okay. That heißt, the Quara got mad because the area flooded with toxic sewage from the city. Okay. You could inform somewhat about it. Alles klar. Das müsste es also gewesen sein. Das heißt, der Palimut wollte von uns wissen, warum die Quaras, oder er fand es besser, herauszufinden, warum die Quaras so schlecht auf uns zu sprechen sind, auf gut Deutsch gesagt. Und die Merina hat uns quasi gesagt, dass die Stadt... Nee, Quatsch. Dass die Arena, wo die Quaras hier leben, von dem Sewage, ich glaube, es sind Abwässer, von der Stadt quasi verseucht werden, also mit giftigen Abwässern quasi verseucht werden, und dass sie deswegen so böse sind. Macht ja auch Sinn. Und das wäre toll, sagt sie, wenn wir das jemandem erzählen könnten, und das werde ich auch Palimut mal um die Nase brennen. Das heißt, wir könnten, oder wir haben dadurch vermieden, dass wir die Quara... Chefs da killen könnten, und wir haben uns auch vermieden. Also warte mal, ich kann es ja mal kurz zeigen. Hier unten, ihr seht, das ist ein riesen Areal, wo wir gerade waren. Wie das hier. Hier war Meriana, oder wie sie hieß gerade. Und man kann hier halt ringsrum, also hier oben ist ein Boss in der Ecke, hier unten in der Ecke ist ein Boss und hier hinten in der Ecke ist ein Boss, und da müsstest du quasi mit kompletter Montur hier einmal rum, und da kommen hier lauter so eine etwas stärkeren Quaras, und das ist mir ein bisschen heavy mit einem 60er.
Bin ja auch überrascht, dass es eben gerade so recht gut eigentlich vonstatten ging. Konnte mich jetzt nicht beschweren. Level haben wir nebenbei auch gemacht, okay. Netter Beigeschmack. Aber ja, na, wir gucken mal. Das wird jetzt hier machen und ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir da ein bisschen länger für brauchen. Wir haben ja jetzt hier doch eine Folge, ist hier fast rum. Aber schwupp. Sehr gut. Läuft ja hier. So, Tarak. Ich sag mal hi. Und ich sage mal. Passage. Jo. This was correct. Gut. Na Mensch. Sehr gut. Dann haben wir die Fishy Mission hoffentlich, ich muss mal schnell zu Palimut gehen, hoffentlich auch schon abgehakt. Und jetzt kommt nur noch so eine komische mit unten im Technical Quarter da, in diesem Factory Quarter. Kommt nur noch eine Mission mit den, wie heißen die? Golems, die War Golems. Ja, die werden nur noch dran sein. Ansonsten, ja, es wird jetzt vielleicht nochmal ein bisschen tricky werden. Also ich brauche definitiv dafür ein Energy Ring, aber nicht mit 3 Minuten, sondern ein bisschen mehr. In 7 Minuten. Na, das ist toll. Meine Rings sind ja richtig gut. Und 1 Minute, Ali, kannst alle 3 weghauen hier. Schwupp, komm. Sehr gut. Mensch, wir haben Helm gelootet. Das heißt, das hat sich sogar ein bisschen rentiert. Obwohl, nee, wir haben ja alles mit SDs abgeschossen. Das heißt, hat sich der Waste nur noch ein bisschen verringert. Zu Palimut wollte ich, richtig. So, dann wollen wir nicht mal sagen, dass wir jetzt hier, dass sie einfach nur die Abwässer hier nicht mal ins Wasser pumpen sollen. Und dann sind die Quaras auch nicht mehr so böse. Mission. Ah, oh no, that's the reason for the Quara Attack. Na klar. Ich meine, wenn ich deine Badewanne voll pumpe mit irgendwelchen Abwässern, dann würdest du auch verrückt werden. We will have to use other drains. Ja, in der Tat. Gut, danke. Dann müssen wir bloß noch zum Opa hier, den Oberboss da. Und dem mal sagen, was hier Phase ist. Beziehungsweise, lass mich durch! Alter! Dem sagen, dass ich hier die Viecher nicht gekillt habe. Wird ihm wieder nicht passen, dem Yalahari, aber ist mir wurscht. So, hi. Mission. Those cowards has what evaded your efforts. Well, hopefully, at least you scared them enough to prevent further attacks. Na klar, habe ich die gescared. Guck mal mein Outfit an. Die zittern quasi vor Angst. Next mission. Mission. In the past, we had many magical factories, providing citizens everything magical. The most of these factories are shut down. We have trouble getting enough supplies. Okay, we need you to enter one of the lesser damage factories to go to the factory district. Oh mein Gott, ich kann heute wieder nicht lesen. And look for a pattern crystal use. Use the factory controller. Schöne the factory. Naja, wie auch immer. Also, wir sollen ins Factory Quarter gehen. Dort müssen wir was suchen. Und dann müssen wir irgendwo einsetzen, was wir da gefunden haben. Und das wird halt begleitet und beschützt von mehreren War Golems. Ja. Erst zum Schluss sagt er ja nochmal: Just use the gate mechanism to pass. Ja. Es ist wieder freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt auch ins Factory Quarter rein. Das ist super, das freut uns und ich hoffe ja, dass auch demnächst dann, wenn wir jetzt die Mission schon haben, also das ist jetzt eine der letzten Missionen, also da, wo es jetzt ein bisschen kritisch wird, dann müssen wir noch Mission 9, ist dann, um sich zu entscheiden, was wir nun wirklich wollen, weil dann flippt der Alte da oben richtig aus und dann müssen wir uns halt in der Mission Nummer 10 quasi dann dem stellen und ich muss mal gucken, ob wann hier auf Olympa so ein Quest gemacht ist, weil das kriegen wir nur im Team sauber hin und ich denke mal, das wird auch richtig spaßig werden. Ich glaube, ich habe es ja schon mal gezeigt, ne, in einem früheren Parts, müsst ihr mal gucken. Ich habe übrigens die Tabelle, müsste ich mal wieder fortsetzen, fällt mir gerade ein, also die ihr in der Beschreibung seht, da wo quasi eine Übersicht aller Parts ist, da gibt es eine Tabelle in der Beschreibung und da kann man eventuell Quests und so weiter schneller ausfindig machen, wo man da nachgucken kann, so als Tutorial das dann nutzen. Aber wie gesagt, die müsste ich mal wieder updaten. Ich glaube, da habe ich schon sehr, sehr lange nichts mehr eingetragen. Nun ja, wir sagen mal hier hi. Und Mission. Questlog has been updated. Tralala, pipapo.
Genau, also der erzählt uns auch was. Wir müssen natürlich dann wieder den guten Weg für den Palimut lösen, wenn wir den Palimut-Weg wählen wollen. Aber das machen wir morgen. Das heißt, wir sind schon wieder rum hier von der Zeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, wenn es heißt Let's Play Tibia. In dem Sinne, schaltet wieder ein, vergesst einen Daumen nicht nach oben oder natürlich einen netten Kommi nach unten. Dann bin ich immer dafür. Also, in dem Sinne, Schüsschen mit Küsschen, Rinjauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye.